auf dem Weg zur Polizeischule in Eichstätt. Seit Monaten konnten wir dort nicht drehen, aufgrund der Corona-Pandemie. Heute werden wir die Auszubildenden das erste Mal wiedersehen. Wir wollen mit ihnen über ein Thema sprechen, das zu diesem Zeitpunkt im Sommer 2020 heftig diskutiert wird und ihren Traumberuf in ein anderes Licht rückt. Die Tötung von George Floyd durch einen amerikanischen Polizisten. Die Folge: Proteste unter dem Motto Black Lives Matter und gegen Polizeigewalt. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Es entsteht eine Debatte darüber, wie rassistisch auch hierzulande die Polizei ist. Und ob sie Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert. Wir wollen wissen, was tut die Polizeiausbildung, um Rassismus entgegenzuwirken? Das herauszufinden wird schwieriger werden als gedacht, wegen Corona. Um einfach die Garantie zu haben, nicht infiziert zu werden, setzen wir bitte unseren Mundschutz auf. Im Klassenzimmer sind die Tische aber so gestellt, dass wir den Abstand wahren können. Da brauchen wir keinen Mundschutz. Einer der wenigen mit Migrationshintergrund in der Polizeischule ist Hassan. Seine Eltern stammen aus der Türkei. Er selbst sagt, er habe deswegen nie negative Erfahrungen gemacht. Hassan, Marina und Anneli haben nun 4 Monate lang in einer Dienststelle gearbeitet. Kam dort das Thema Rassismus in der Polizei auf? Zum Beispiel jetzt das, was in den USA passiert ist, redet man darüber auf den Dienststellen? Ja. Da gibt es auch verschiedenste Meinungen. Meine persönliche wäre jetzt, dass es eigentlich nichts mit Deutschland zu tun hat. Weil die haben ja dieses Second Amendment-Recht da, wo sich jeder halt die Waffen holen kann. Und dementsprechend arbeiten die Polizisten auch ein bisschen anders. Also wenn du dir Videos auf YouTube oder so anschaust, wie ein Polizeieinsatz dort ablaufen kann, dann ist es nicht ohne, mit was für Waffen die rumfahren, aber mit was für Waffen die dann auch konfrontiert werden. Wir haben auch ganz klar gesagt, dass es halt bei uns anders ist, weil wir eine viel längere und intensivere Ausbildung haben als jetzt die zum Beispiel in Amerika. Ja, in den USA kann man ja in 4 Monaten genau zum Polizist werden. Also ich könnte es mir bei uns wirklich nicht vorstellen, wie man das in 4 Monaten alles, das ganze Wissen reingedrückt bekommen sollte. Glaubst du denn, dass sowas in Deutschland passieren könnte? Ich denke schon, ja, aber zum einen finde ich die Ausbildung in Deutschland viel, viel besser, weil die länger geht. Dieses Beispiel, das ist eigentlich das Beste dafür. Man übt halt viel, viel mehr. So wie im Januar 2020. Und frei, um sich auf dich zu wehren. Das, was hier gleich trainiert wird, erinnert stark an den Fall Floyd. Halt auf dich zu wehren. Marina und Hassan sollen einen flüchtigen Bankräuber stellen. Passt es bei euch, dann gehe ich zu anderen. Ja. Ja. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Wir werden sie jetzt fesseln. Sie haben sich versucht, unsere Maßnahme zu entziehen. Ich werde mal auf einen lagebedingten Erstickungstod eingehen. Das heißt, ich gebe ein bisschen mehr Gas und wehre mich ein bisschen mehr und breche dann plötzlich ab und falle in mich zusammen. Und da muss man natürlich umschalten von Raufen und im Widerstand brechen zu Erste Hilfe leisten und schauen, ob noch eine Atmung da ist. Wollen wir gleich noch untersuchen? Ja, was ist mit ihm? Hören Sie uns noch? Alles gut? Hallo? Sie kriegen keine Luft. Sie kriegen keine Luft? Rettungswagen. Alles gut? Richten wir ihn auf. Hassan und sein Kollege haben damals richtig reagiert. Nur, im Fall von George Floyd spielte wohl nicht nur der falsche Umgang mit einem Gefesselten eine Rolle, sondern auch Rassismus. Wie sehr beschäftigt sich die Ausbildung mit Rassismus? Eigentlich sollten wir das für diese Folge miterleben, zum Beispiel bei einem Projekttag. Geplant war ein Treffen mit Geflüchteten. Doch aufgrund der Corona-Pandemie fällt der Dreh aus.
Und auch anderen Unterricht zum Thema dürfen wir nicht mehr filmen. Immerhin, vor Corona haben wir schon einige Einblicke bekommen, was die Polizei unter Antirassismusunterricht versteht. Und zwar im Juni 2019. Besuch in einer Synagoge. Für viele Auszubildende ist es das erste Mal. Ein Schlüssel, um Vorurteile abzubauen, ist das, was wir heute tun. Wir versuchen, eine Erfahrung zu schaffen. Juden werden immer verallgemeinert. Und sobald jüdische Menschen, Minderheiten, Flüchtlinge ein Gesicht bekommen, dann verändert sich das. Und das letzte Wort, Leben. Ellen Presser vom Israelitischen Kulturzentrum führt die Schüler durch diesen Tag. Als Polizisten werden sie einmal eine besondere Verantwortung haben. Auch deshalb erzählt sie diese Geschichte. Alles, was wir in der menschlichen Gesellschaft haben, muss sich natürlich auch widerspiegeln in einzelnen Institutionen. Und das ist sozusagen Ihre Aufgabe, dann Kollegen vielleicht zur Ordnung zu rufen. Also wenn, wie mir mal passiert ist, Ende der 70er Jahre, damals habe ich bei einem staatlichen Institut gejobbt als Studentin, 10 Uhr Frühstückskaffee, alle Kollegen stehen zusammen und eine Kollegin platzt raus und sagt, sie kann Juden 3 Kilometer gegen den Wind riechen. Und ich stehe da und ich warte. Niemand von den Kolleginnen hat gesagt, sagen Sie mal, wie können Sie denn so eine unqualifizierte Bemerkung machen? Die wussten ja auch nicht, dass ich jüdisch bin. Das spielt ja auch keine Rolle. Aber in dem Moment hat bei keinem von denen irgendwo der Mechanismus funktioniert, dass das einfach eine rassistische und menschenverachtende Bemerkung war. Ich fand es sehr interessant, vor allem, weil sie ganz vieles abgedeckt hat, was sie erzählt hat, auch dass Polizei vor allem auch sehr viel mit dem Judentum zu tun hat und oft auch einschreiten muss, weil sie eben auch dafür da ist, sie zu schützen. Und ja, ich denke, dass es ganz wichtig ist zu wissen, wieso wir das Ganze schützen müssen. Ein wichtiger Tag in ihrer Ausbildung. Aber reicht das? Er soll uns helfen, das einzuschätzen, Professor Tobias Singelnstein. Er ist Kriminologe und forscht zu Polizeigewalt und welche Rolle möglicherweise Rassismus dabei spielt. Was hält er vom Synagogenbesuch als Rassismusprävention? Ich finde die politische Bildung zu Rechtsextremismus und zu Antisemitismus extrem wichtig in der polizeilichen Ausbildung. Aber damit ist es nicht getan, weil es gibt eben auch Rassismus außerhalb des Rechtsextremismus. Das Paradebeispiel: Racial Profiling. Zum Beispiel, wenn Beamte in der Öffentlichkeit Personen kontrollieren sollen, ohne konkreten Anlass. Das heißt, sie müssen dann auswählen, ja, wen kontrolliere ich denn? Und das können sie ja im Prinzip eigentlich nur anhand äußerer Merkmale oder bestimmter Verhaltensweisen, die aber noch keinen Tatverdacht oder keine Gefahr begründen. Und dabei, das berichten Betroffene, geraten häufiger nicht weiße Menschen in den Fokus. Auch weil möglicherweise die Vorstellung besteht, dass sie an bestimmten Orten bestimmte Straftaten häufiger begehen als Weiße. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass das dann als Merkmal mit herangezogen wird, obwohl es rechtlich verboten ist. Und darüber hinaus, dass diese Vorstellung dann auch generalisiert und pauschalisiert wird und dass das eben nicht nur an diesem Ort so gesehen wird, sondern unter Umständen auch an anderen Orten. Kontrollen werden für die Auszubildenden einmal Alltag sein. Kurz nachdem sie im Praktikum auf der Dienststelle waren, wollen wir von ihnen wissen, spielte dabei die Hautfarbe eine Rolle? Ich muss sagen, bei uns im Praktikum war das gar nicht so. Also würde ich jetzt auch nicht, irgendwie könnte ich überhaupt nicht jetzt irgendwie, wie nennt man das? Also, Racial Profiling? Genau, also überhaupt nicht. So ein gewisses Schubladendenken hat jeder so ein bisschen verinnerlicht, glaube ich. So ganz verhindern oder abschalten wird man das, denke ich mal, nie können. Diejenigen, die so ein bisschen heruntergekommenen Stil haben, ein bisschen in irgendein Schema reinpassen, zum Beispiel in der BTM-Szene oder sowas, also Betäubungsmittelszene. Aufgrund von polizeilicher Erfahrung ist es halt oft so, dass es dann bei den Leuten auch was zu finden gibt. Klar kontrolliert man die dann.
Aber was ist polizeiliche Erfahrung und was Rassismus? Dafür müssten die Schüler sensibilisiert werden. Wie viel Platz das Thema in der bayerischen Ausbildung bekommt, bestimmt unter anderem er, Jörg Ottenschläger. Er sagt, es gibt spezielle Projekttage dazu. Da waren sie in einem Asylbewerberheim, haben das Gespräch mit den Flüchtlingen einfach da mal gesucht, die eben diesen Rassismus irgendwo erlebt haben, ob das jetzt direkt durch Polizei oder allgemeingesellschaftlich ist, und das einfach mal schildern. Weil gerade die jungen Polizistinnen und Polizisten ja dasselbe ja sowohl im Dienstlichen als auch im Privaten vielleicht gar nicht mal nicht so erlebt haben und das dann einfach mal von der anderen Seite hören, wie das bei den Menschen ankommt. Aber nicht jede Klasse macht so einen Projekttag. Er sucht für uns noch den Lehrplan heraus. Ein spezielles Fach zu Rassismus findet sich darauf nicht. Er betont aber, das Thema werde immer wieder aufgegriffen. Was wir uns gefragt haben, wenn es doch überall in der Gesellschaft Rassismus gibt, ist es denn überhaupt gerechtfertigt, die Polizei bei diesem Thema so herauszugreifen? Die Polizei darf an diesem Punkt nicht so sein wie die Gesellschaft, sondern sie muss besser sein als die Gesellschaft. Die Polizei hat weitgehende Befugnisse, Gewalt, also unmittelbaren Zwang einzusetzen. Ihr Handeln signalisiert in der Gesellschaft, was gefährlich ist, was bedrohlich ist, was Kriminalität ist. Und wenn man das Problem Rassismus in der Polizei adressieren möchte, dann braucht man dafür einen eigenen Baustein, idealerweise ein Antirassismus-Training. Auch zur Wahrheit gehört natürlich, wir haben halt eine endliche Ausbildungszeit und man muss immer gucken, dass das alles in dem Rahmen möglich ist. Wünschenswert wäre sehr, sehr viel und wir begrüßen das, diese Projekttage auszuweiten, aber da müsste man natürlich dann auch irgendwann die Ausbildung noch entsprechend ausdehnen. Ob das, was schon getan wird, reicht? Wir können es auch nach 2,5 Jahren Dreharbeiten nicht abschließend beurteilen. Auch, weil wir zuletzt nicht mehr viel Zugang zum Unterricht hatten. Unser Eindruck aber ist, die Ausbildung erkennt an, dass gerade auch in der Polizei Antirassismusunterricht stattfinden muss. Klar ist aber auch, es liegt in der Hand der zukünftigen Polizisten, wie sensibel sie mit diesem Thema umgehen werden.